einfach komplett massakriert. Das ist doch auch einer, ne? Ja. Jetzt habe ich natürlich auch noch vergessen. So doof, ne? Ach, da sind die Fässer. Perfekt. Nee, da muss ich lang. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Zuerst will ich noch... Erstmal habe ich hier was. Achso, langsam... Langsam in meinem Bauch... Hunger. Macht schon die ganze Zeit so komische Geräusche, so als wenn er knurren würde. Der menschliche Körper ist auch echt verblüffend, ne? Jetzt noch wissen, was auf der anderen Seite ist. Habe ich sogar noch eine Truhe? Sehr gut. Schwere Pistole. Die Igel oder was? Dann Revolver, eins von beiden. Das sind noch Pfeile, die nimmt man natürlich auch gerne mit. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Gerade mal eine Stunde aufgenommen, ne? Nichts mehr. Ich laufe die ganze Zeit so ganz entspannt rum, ne? Dabei vergesse ich die ganze Zeit, dass Jonah auch da oben ist. Aber erstmal Geschichtsstunde. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur einer wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Man kann ja sagen, was man will, aber er ist nur so fanatisch, weil er seine Schwester retten würde. Darf man halt echt nicht vergessen. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Vielleicht von Anna? Ah, ich glaube nicht, das Amulett von Anna ist. Da war ein Loch, das habe ich fast nicht gesehen. Na komm. Hallo. So, jetzt. Hochziehen hier. Hab ich's doch richtig gesehen, dass da was ist? Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht.
Das war kein Poster, was ich gesucht habe anscheinend. Habe ich hier vorne, glaube ich, noch was? Genau. Wäre eine kleine Geschichtsstunde für uns. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Noch mehr Geschichtsstunde. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Oh Mann, Jonah, 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 was mache ich nur immer mit dir? Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah. Da unten ist er. So, das alles jetzt mal ein bisschen zügig hier. Wie schnell sie das auf einmal alles machen kann. Also, ich finde das ja verblüffend, ne? Also, wie viel Risiko sie doch eingeht, wenn es um ihre Freunde geht. Ich glaube nicht mal Ezio wäre so lebhaft darunter gesprungen. Achso, hier sind nur Ratten. Das war eine Ratte, die hier rumgekreucht ist. Aber nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Nein, nein, nein. Okay, das hat nicht so geklappt, aber ich habe bald zumindest was gesehen, was ich wahrscheinlich durch den actionreichen Scheiß hier nicht mitbekommen hätte. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Hier ist mal schon eine Karte.
Herausforderung haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Und jetzt geht's einmal hier runter. Noch leiser ging's nicht. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Ich sind durch. Töte ihn einfach. Bitte. Bitte nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Nein! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Nein, warum er? Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Wehren Sie Trinity ab. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns. Erstmal hier ganz in Ruhe sitzen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity. Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Wir sind fast in Position. Aber lass mich hier alles öffnen, was geht. Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt. Das wird bestimmt Ärger. Sie ist hier! Feuer frei! Schalten Sie sie aus! Ich werde nichts sagen, ne? Aber jeder, der meinen Freund absticht, kriegt es mit mir zu tun. Kontakt! Geben wir Feuerschutz! Jetzt ziehen sie wirklich die harten Geschütze. Jetzt wollen sie es wirklich wissen. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer sammeln. Wir kümmern uns darum. Ach, Rauchgranaten haben sie auch noch. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen! Fackelt sie ab!
eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Da vorne kann ich noch mal durch. Wir sind da. Mach ich weiß nicht, ob ich sie erwischt habe, ne? Ich weiß gerade echt nicht, wie ich jetzt hier rauskommen soll, ne? Ich wollte mich gerade hier hinter verstecken, aber ich habe gesehen, dass von oben einer gekommen ist. Was ist passiert? Die ist verschwunden. Wahrscheinlich das Wasser. Augen auf, die muss irgendwann auftauchen. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Wie komme ich jetzt am besten hier raus? Da ist sie. Sie weiß, also die wissen alle ganz genau. Abwarten, lass sie zu dir kommen. Oh, das war knapp, ey. Zwei weniger? Also einer auf jeden Fall. So, das können wir schon mal klar sagen. Oh, das ey. Letzte von ihnen. Dass ich auch immer wusste, wo ich herkomme. Das war gar nicht so kompliziert gewesen. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben.
Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ich hoffe wirklich, dass er überlebt. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig, aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen, über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern.